ist Traumbewusstsein und die neue Folge für heute lautet vom Thema her Trauminkubation. Trauminkubation gehört so ein bisschen zur Klarheit, ist auch sonst irgendwie ziemlich geil. Man kann viele coole Sachen machen. Die Träume sozusagen beeinflussen, auch wenn man nicht luzid ist. Und es ist sogar noch mehr als das. Man kann noch viel mehr schöne Sachen damit erleben. Und darüber werde ich jetzt erzählen. Und ich probiere es heute mal ein bisschen anders. Ich rede jetzt unabhängig vom Schreiben. Später male ich dann was dazu und das ist so ein bisschen, weiß nicht, dazu passend. Timelapsen oder so, damit das vielleicht schneller läuft oder ich will einfach mal gucken, wie das so läuft. Weil ich habe im Moment einfach keinen Bock, während dem Reden zu schreiben, zu malen. Schreiben und malen, beides. Ja. Trauminkubation. Wahrscheinlich sollte ich erstmal erklären, was das ist. Wahrscheinlich kennen das nicht so viele Leute. Trauminkubation bedeutet, dass man den Traum etwas in den Traum sozusagen einfügt, den Traum irgendwie auf eine bestimmte Weise ja imprägniert oder infiziert. Also Inkubation bedeutet auch gebären. Und es gibt die Inkubationszeit bei irgendwelchen Krankheiten, die Zeit, in der sozusagen ein Krankheitserreger sich vollständig in dem System breit macht und wohlfühlt. Naja, und bei der Trauminkubation beeinflusst man, was man später träumen wird, vorher schon, wenn man wach ist. Man kann vielleicht auch im Klartraum Trauminkubation betreiben. Habe ich jetzt noch nicht so gezielt erforscht. Ist vielleicht ein anderes Thema, klingt auch interessant. Aber lassen wir uns erstmal mit den Basics anfangen. Wie macht man das? Zum Beispiel stellt man sich einfach was vor, was man gerne träumen würde. Und also bestimmte Ziele. Und dadurch wird durch diese Vorstellung, je nachdem wie gut das funktioniert, wenn das klappt, dann wird man davon auch träumen. Das ist etwas, was auch Kinder häufig tun, ohne bestimmte Klarheit schon zu haben oder besonders viel Klarheit zu haben. Aber man muss dazu sagen, also mein Eindruck ist, dass Klarträumen eigentlich so vom Grundlegenden her Trauminkubation ist. Nur, dass man eben nicht ein bestimmtes Ziel, wie zum Beispiel, ich möchte fliegen oder ich möchte, keine Ahnung, ein Wellnessparadies im Traum erleben hat, sondern man hat das ganz spezielle Ziel, man möchte klar sein im Traum, man möchte bewusst werden und dann selber während des Träumens Einfluss drauf nehmen, anstatt nur vorher festzulegen, was passieren soll. Aber das ist im Prinzip auch etwas, das inkubiert wird, meistens. Es gibt zwar Techniken, die funktionieren ein bisschen anders, da macht man dann keine Inkubation beim Klarträumen. Zum Beispiel, wenn man bewusst einschläft, könnte man wohl weniger Inkubation nennen, aber viele Techniken basieren tatsächlich auf dem Prinzip der Inkubation, weil man sich zum Beispiel suggeriert, dass man einen Klartraum haben wird. Oder auch Traumerinnerung. Also Suggestion ist eine Form von Inkubation, finde ich. Basiert irgendwie auf dem gleichen Prinzip, man redet sich sozusagen etwas ein, sodass es ins Unbewusste hineinsickert und dann vom Unbewussten aus wirkt und den Traum beeinflusst. Und das ist im Prinzip dasselbe, was auch Magier machen, also nicht Zauberkünstler, sondern richtige Magier, die Zaubersprüche wirken. Sie beeinflussen eben auch das Unbewusste. Durch Rituale, durch Zaubersprüche und so weiter, durch Sigillen, irgendwelche magischen Zeichen, wird der Wunsch ins Unbewusste gebracht und von dort aus soll er eben besser wirken. Aber Magie ist ein anderes Thema, da müssen wir jetzt nicht drüber streiten oder drüber reden. Können wir mal ein anderes Mal machen. Zumindest sollte vielen klar sein, dass es mit der Inkubation funktioniert. Wie gesagt, Suggestionen sind eine Form von Inkubation, finde ich. Weil sie führen dazu, dass etwas, oder das Ziel ist, ich glaube ja nicht so wirklich, dass Suggestionen so gut funktionieren, aber das Ziel ist, dass sie aufs Unbewusste wirken. Ja, und dann erreicht man das, was man sich suggeriert. Das macht man ja auch nicht nur in Bezug auf Träume. Es gibt ja diese Leute, die
morgens aufstehen, sich vor den Spiegel stellen und sagen, ja, du bist gut, du schaffst das, du wirst, keine Ahnung, Vorstandsvorsitzender oder du hast es in dir und so. Es gibt ja so Leute, die machen das. Ich glaube, beim NLP ist das relativ auch verbreitet, auch wenn ich jetzt kein NLP-Fan bin. Jetzt hier rutscht das Mikrofon raus. Suggestion sind eine Art und Weise, wie man es versucht, die Träume zum Beispiel zu beeinflussen, aber auch andere Sachen. Ich finde es relativ oberflächlich und das ist deshalb, weil meiner Erfahrung nach das Unbewusste nicht so gut auf Sprache reagiert. Es reagiert vor allem nicht auf die auf die abstrakte Sprache, auf die logische Sprache, die man so im Wachleben hat. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel sagt, ich werde das nächste Mal, wenn ich träume, mich daran erinnern, dass ich träume, dann ist das ziemlich abstrakt. Nicht nur die Wortwahl, sondern halt auch die Vorstellung dabei. Was stellt man sich dabei eigentlich vor? Man stellt sich dabei nichts Besonderes vor. Also wenn man sich dabei was vorstellt, dann ist es gut, dann wirkt das auch besser. Aber wenn man sich einfach nur diese Worte ständig immer wiederholt, würde ich meine, was bringt das? Also bei mir funktioniert das nicht sehr gut. Es gibt natürlich Leute, bei denen klappt das besser. Vielleicht sprechen die dann besser auch einfach auf solche Worte an. Aber ich glaube, es klappt vor allem über die Vorstellung. Und das führt uns zum nächsten Punkt der Imagination. Weil Imagination so der nächste Weg sind, um das Unbewusste zu erreichen, etwas sozusagen einen Wunsch einzupflanzen ins Innere. Und das klappt eben besser mit Vorstellungen, über die Sinne. Die verschiedenen Sinneskanäle, da kann man sich verschiedene. Damit erreicht man besser die Sprache des Unbewussten, weil die Träume zum Beispiel, die funktionieren ja auch eher auf einer Bildsprache, obwohl man jetzt auch nicht. Also es ist eine Metapher, wenn ich sage Bildsprache, weil im Grunde funktioniert es visuell, also über Bilder, am wenigsten noch. Es ist bloß so, dass wir Menschen, wir sind halt total, die zivilisierten Menschen, die sind halt total auf visuelle Eindrücke fixiert und 80 oder 90% unserer Wahrnehmung achten wir nur auf das, was wir sehen. Und deswegen sehen wir halt auch hauptsächlich Hypnagogien, also das Zeug, was dann so auftaucht, wenn man einschläft, aber noch nicht am Träumen ist. Das ist dann auch meistens visuell oder die Träume selbst, die erinnern wir dann hauptsächlich visuell. Aber tatsächlich erreichen wir das Unbewusste noch besser eigentlich über andere Sinneskanäle. Auditiv ist schon mal besser, glaube ich. Also es gibt natürlich auch verschiedene Typen, die sind einfach für bestimmte Sinneskanäle besser ansprechbar. Es gibt Leute, die haben einfach eine viel bessere auditive Vorstellung. Andere, ja, visuell. Aber ich habe den Eindruck, tatsächlich über visuell erreicht man das Unbewusste noch am wenigsten. Auditiv ist schon besser. Und noch krasser wird es dann eben über taktile Empfindung, also Berührung oder einfach Gefühle von der Lage, von der Gravitation oder so. Oder Temperaturempfindung. Druck, Schmerz und so weiter, das ist dann etwas, das regt noch viel stärker Gefühle an und dann, ich glaube, noch extremer ist, wenn man das so hierarchisieren will, noch extremer ist, glaube ich, Geruch und Geschmacksempfindung. Ich meine, vielleicht kennen das auch manche, wenn sie ja irgendwo, zum Beispiel bin ich mal auf einem Feld entlang gelaufen und ich hatte einfach Ewigkeiten diesen Geruch nicht mehr gerochen und dann lief ich da eben. Hab dann so Geruch von frischem Heu einfach in der Nase gehabt. Und den habe ich so lange nicht mehr gerochen, dass das wirklich total extreme Gefühle und Erinnerungen an die Kindheit aufgerufen hat. Einfach weil ich das früher mit bestimmten Erlebnissen verbunden hatte, hatte ich mich dann plötzlich so irgendwie zurückgesetzt und geborgen gefühlt auch, weil es einfach war verbunden hat mit meinen Haustieren damals. Die hatten eben immer so Heu im Käfig gehabt oder Urlaub bei der Oma, weil die hatte dann immer so Waldmeistergrütze aufgetischt und Waldmeister riecht dann so ein bisschen ähnlich wie Heu. Naja, und also ich denke mal, jeder kennt das, durch bestimmte Gerüche können Gefühle viel stärker aktiviert werden, Erinnerungen und so. Und deswegen ist die Sprache des Unbewussten eben vor allem
über die Sinneskanäle und vor allem über Empfindung, also Tastempfindung, über Gerüche und Geschmack. Das ist so mein Eindruck. Aber natürlich, die anderen Sinneskanäle funktionieren auch. Man muss einfach rausfinden, was da für einen am besten klappt. Und das ist dann eben, das macht man dann eben bei der Imagination. Wenn man sich hinsetzt, bisschen entspannt, vielleicht auch hinlegt und sich einfach vorstellt, was man jetzt gerne träumen würde oder was man in einem bestimmten Traum, den man hatte, gerne ändern, anders machen würde, dann stellt man sich das vor und geht das eben durch die verschiedenen Sinneskanäle durch. Und am besten ist das, wenn man wirklich nicht nur den visuellen Sinn bei dieser Imagination anspricht, dann, ja, dann, also mein Eindruck ist, dann klappt das, dann hat das noch mehr Auswirkungen auf das Unbewusste. Dann kommt das noch besser an, einfach die Message. Und klappt's besser. Und was noch besser klappt, das sind einfach Gefühle selbst. Also Emotionen, meine ich. Weil das ist so aus meiner Sicht die Hauptsprache des Unbewussten. Wenn ich so mal beobachtet habe, manchmal, wenn ich einschlafe, kann ich beobachten, wie ich einschlafe. Also dann bin ich in dem Prozess bewusst, ohne dass ein Traum aufkommt. Das heißt eher so in einem Void oder Einschlaf-Void vielleicht. Und dann kann ich beobachten, wie sich mein Denken verändert. Und das, ich würde es tatsächlich noch Denken nennen, was da so abgeht. Auch im Tiefschlaf hatte ich das manchmal noch erinnern können. Also ich denke mal, dass es Tiefschlaf war, einfach von der Erlebnis, vom Erlebnis her, weil das so anders ist als übliche Träume. Da geht sowas ab wie ein Denkprozess oder so. Aber das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was man so von der Sprache her kennt. Und es kommen Vorstellungen dabei vor, irgendwelche Symbolisierungen, Assoziationen, ja. Aber das ist auch nicht so das Wesentliche. Das Wesentliche bei dieser Art von Denken ist wirklich gefühlsbasiert, finde ich. Und diese ganze Logik, die erscheint dann später total absurd und so, aber auf der emotionalen Ebene macht das irgendwie viel mehr Sinn. Und deswegen, wenn man sich was inkubieren will, etwas Bestimmtes zu träumen oder auch Klarheit im Traum zu erreichen, dann muss man das aus meiner Sicht über Gefühle machen, vor allem über Emotionen, damit das am besten ankommt im Unbewussten. Also etwas sich vorstellen, das die Gefühle stark anregt. Warum? Und das, damit kommt man eben zu dem Punkt, warum will ich überhaupt davon träumen? Und dann stellt man sich das intensiver vor, so dass man genau an den Kern der Gefühle kommt, an diesen Kern der Gefühle, die einen dazu motivieren, dass man diesen Wunsch hat. Und das ist auch der Grund, weswegen ich den Eindruck habe, vieles läuft beim Klarträumen vor allem eigentlich nur über den Wunsch. Also wenn du einen starken Wunsch hast, du hast einfach den Wunsch, du möchtest, keine Ahnung, fliegen. Und es ist so ein richtig extremer Wunsch, oder auch einfach nur das Gefühl, bewusst zu werden im Traum. Es muss ja nicht mal was sein, was man dann im Traum macht. Es kann ja einfach nur sein, zu erleben, wie das ist, im eigenen Traum zu sein und das zu wissen. Das kann so geil sein. Das ist eigentlich schon der beste Grund, einfach überhaupt klar zu träumen. Dass man es das einfach erleben kann, dann diese Freiheit und dieses Bewusstsein. Diese eigenständige Realität, die einem zur Verfügung steht und die vom eigenen Geist erschaffen wird. Also, es ist so unglaublich, jedes Mal immer wieder. Ja, wenn man sich in dieses Gefühl hineinversetzen kann, wenn man das schon kennt vor allem, aber auch wenn man es noch nicht so kennt, kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wie das sein müsste oder wenn man das von anderen Leuten so liest. Wenn das Ziel einen so begeistert und so packt, dann braucht man gar nicht viel zu machen, so an Techniken und Kram. Da wird man das irgendwie auch erreichen, aber nur wenn es wirklich auf einer Ebene einen berührt, die wirklich tief ist. Nicht einfach nur, ja, ich will klar träumen und es ist mir schon wichtig, aber es kommt halt, dieser Wunsch kommt da trotzdem nicht irgendwie in die Tiefe, ne? Also man beschäftigt sich am Tag dann trotzdem nicht damit. So geistig. Man denkt nicht die ganze Zeit dran, oh, wie geil, gleich gehe ich schlafen, da habe ich einen Klartraum oder so. Man denkt da überhaupt gar nicht dran. Und das ist dann schon ein bisschen schizophren, wenn er behauptet, ja, das ist mir schon wichtig, aber man denkt nie dran. Es ist dann auch nicht wirklich wichtig, oder? Also man kann eher beobachten, was einem wichtig ist, als dass man es einfach nur behauptet. Vieles von dem, was einem wichtig erscheint, ist einem gar nicht wichtig.
Ist so. Kann man einfach daran beobachten, wie man sich verhält, woran man denkt, wie man sich fühlt die ganze Zeit. Da sind zumindest andere Sachen viel wichtiger. Also, dass du sagst, du willst das unbedingt und du hast diesen Wunsch, du sagst das nicht nur du, sondern du fühlst das. Das allein reicht schon, um eine Inkubation auszulösen. Das funktioniert automatisch, unbewusst. Einfach weil das einen so begeistert, das Thema. Es kann ja auch sein, dass es gar nicht um Klarträume geht. Zum Beispiel, weiß nicht, irgendwas, was du bald erleben wirst. Du wirst auf den Vergnügungspark gehen morgen. Und da freust du dich schon so drauf. Und dann stellst du dir einfach automatisch vor, was du da alles machen willst. Und auch wie sie es anfühlt vor allem. Wie du dich freust und so. Und das allein bewirkt eben, dass du dann auch davon träumen würdest, wahrscheinlich. Vielleicht jetzt nicht in der nächsten Nacht, aber in irgendeiner Nacht, wenn wir sagen, es steht nicht am nächsten Tag an, sondern in der nächsten Woche, dann wirst du irgendwann in der Woche davon auch träumen. Sehr wahrscheinlich, wenn du dich so richtig dafür begeisterst und die ganze Zeit dran denkst. Und das ist halt das Inkubation basiert eigentlich auf dem Prinzip, das ständig abläuft. Das ist das wirklich Geile daran. Das ist wieder die Parallele zur Magie. Es ist ein Prinzip, das beeinflusst unsere Träume einfach jede Nacht. Aber wenn wir es dann bewusst machen, dann können wir es bewusst beeinflussen oder so ein bisschen beeinflussen und dann nennt man es halt Inkubation. Aber eigentlich läuft das schon die ganze Zeit ab. Alles, was uns irgendwie begeistert oder stark beschäftigt, können ja auch totale Ängste sein. Jetzt mache ich mir die ganze Zeit Sorgen. Zum Beispiel, ob ich von der Arbeit gekickt werde. Ob ich gekündigt werde, weil irgendwie läuft es scheiße mit dem Chef und so. Und mache ich mir die ganze Zeit Sorgen darum, dann ist es doch vollkommen klar, dass ich davon auch träumen werde, irgendwann. Weil es einfach meinen Geist besetzt. Die ist die ganze Zeit da. Und naja, das ist eine Art Inkubation. Das Erlebnis inkubiert, was ich träume. Und das ist genau dasselbe mit irgendwelchen Filmen. Jetzt, wenn man mal das nicht direkt auf das bezieht, was so im Alltag, im Leben passiert. Ich meine, jeder kennt das bestimmt. Wenn du irgendeine Serie guckst oder einen Film, der so richtig geil ist, der richtig packt. Es kann sogar ein Film sein, der noch nicht mal richtig geil ist, einfach ein normaler Film. Wenn du den guckst, irgendwas davon spricht dein Unbewusstes an. Irgendwelche Elemente von diesem Film, die sind dann auf einer unbewussten Art, also für dein Unbewusstes irgendwie interessant. Die repräsentieren irgendwelche interessante Charaktere oder Situationen, die Leute dann erleben und durchleben müssen. Und das kommt dann an und dann irgendwann träumt man davon, plötzlich. Dann baut man das irgendwie in den Traum ein, auf eine kreative Art und Weise, so dass es mit dem Rest dessen noch zusammenpasst, was einem sonst noch wichtig ist oder sonst noch beschäftigt. Aber so funktioniert halt die Inkubation. Und deswegen ist nicht nur Imagination für eine absichtliche Inkubation gut oder Suggestion, wenn es für manche klappt, sondern auch Kreativität zum Beispiel. Also wenn man dann Bilder malt oder so und sich in den Bildern einfach etwas vorstellt, was man im Traum gerne erleben würde. Oder wenn man die Träume, die man erlebt hat, malt und dann so ein bisschen, weiß ich nicht, beeinflusst, ein bisschen verändert. Oder einfach klarer werden lässt. Also alles, was einen wirklich stark beschäftigt, das beeinflusst, was man träumt, ist klar, ne? Und das sind dann natürlich Sachen, die sind besonders irgendwie an unsere Gefühle gekoppelt. So. Okay, ich habe noch einen Punkt, aber jetzt sage ich erstmal was dazu, was es überhaupt bringt, Trauminkubation. Offensichtlich kann man dann träumen, was man träumen will. Ist es besser als Klarträumen oder ist es eine Vorstufe zum Klarträumen? Ich würde sagen, es ist wirklich wie eine Art Vorstufe. Es ist auf jeden Fall leichter, finde ich. Für mich ist es leichter, weil manchmal ist es schwieriger, den Wunsch wirklich stark zu haben, einen starken Wunsch zu haben, dass man einen Klartraum hat. Einfach weil man nicht immer genau weiß, was will man eigentlich im Klartraum machen. Selbst wenn man irgendwelche Ziele hat, das sind halt einfach nur irgendwelche Ziele. Verdammt nochmal. Und das ist nicht so ein packendes Ziel, dass es einen den ganzen Tag beschäftigt, dass man denkt, das muss ich unbedingt im Klartraum machen. Deswegen, manchmal hat man einfach andere Ziele. Und es geht ja nicht nur darum, was man so für bewusste Ziele hat, sondern auch, was das Unbewusste
gerne, so, ja, sagen wir gerne, was das Unbewusste überhaupt erleben will oder darstellen will. Also das Unbewusste will sich ja im Traum irgendwie auch ausdrücken und mit irgendwelchen Sachen beschäftigen. Stell dir vor, du hast, also ich habe zum Beispiel in der Schule Mobbing erlebt und das habe ich noch nicht so vollständig aufgearbeitet. Deswegen träume ich öfter mal von solchen Situationen, entweder in der Schule direkt oder auch von was Ähnliches, wo ich mich so ähnlich fühle. Und ist ja klar, woher das dann kommt. Also mir ist es zumindest klar, weil ich das einfach schon zum Teil aufgearbeitet habe. Und da ist es klar, das Unbewusste will etwas sozusagen, ja, versuchen zu verarbeiten oder irgendwie auszudrücken oder eine Situation, die ich einfach nie in meinem Leben bisher wirklich geschafft habe zu überwinden, weil es einfach so eine extrem scheiß Situation war, versuche ich dann halt in verschiedenen Nächten immer wieder sozusagen durchzuspielen und darauf zu reagieren, irgendwie zu überlegen, oder nicht zu überlegen, aber im Traum zu simulieren, wie kann ich denn auf so eine Situation reagieren am besten? Oder auch mir zu erklären, was passiert da eigentlich genau oder so. Irgendwie zu versuchen, sich damit zu arrangieren. Ne? Und das Problem bei Trübträumen, bei normalen Träumen ist ja, das Thema, was man hat, das wiederholt sich so oft. Also wenn man jetzt viele Träume erinnert dann, und auch Traumdeutung macht, dann merkt man das irgendwann, also viele merken das, dass die Traumthemen, die wiederholen sich einfach. Man träumt dann zum Beispiel, träume ich sehr oft von Verfolgung. Immer wieder Verfolgung. Und immer wieder versuche ich auf eine ähnliche Art und Weise, ich habe zwar verschiedene Strategien in den Träumen, aber es sind doch immer wieder die gleichen. Also mehrere Strategien kommen immer wieder vor. Wie ich dann versuche, mit der Verfolgung umzugehen, wie ich darauf reagieren will. Und anscheinend bringt es ja nichts. Ich meine, sonst würde ich ja nicht ständig davon träumen. Da kommt ja keine Lösung zustande, ne? Keine richtige Lösung zumindest. Also im Traum schon eine Art Lösung, aber die Lösung bringt es anscheinend doch nicht, weil man dann doch wieder davon träumt. Und dann habe ich irgendwelche Gegner abgeschossen oder so und dann sind sie plötzlich wieder da. Einfach weil sie immer noch in meinem Kopf sind, weil ich die Situation doch noch nicht irgendwie aufgelöst habe, ne? So richtig. Ich bin noch nicht auf den Grund gegangen. Das ist die Schwierigkeit bei einem Traum aus meiner Sicht. Der Traum will einer Sache gleichzeitig auf den Grund gehen, die man sonst am Tag verdrängt, weil sie am Tag irgendwie keinen Platz hat, weil man sich überhaupt nicht gern damit beschäftigt. Deswegen wird es im Traum halt, weil der Wachverstand irgendwie schläft und so und inaktiv ist, dann kann plötzlich das Unbewusste ein bisschen mehr zur Sprache kommen. Alles, was einen so belastet, aber auch sonst irgendwie beschäftigt, soll ein bisschen zur Sprache kommen. Aber gleichzeitig ist man zu unbewusst, um das wirklich zu verarbeiten. Meistens zumindest. Und das ist ja das große Potenzial von Klarträumen zum Beispiel, aber auch von Trauminkubation. Man kann sich dann vorstellen, zum Beispiel weiß man halt im Klartraum, dass es ein Traum ist, es kann einem nichts passieren, deswegen kann man mal was Neues ausprobieren. Also hast du jetzt, stellst du dir zum Beispiel vor, kommt wieder so eine Verfolgungssituation im Traum, hast du wieder einen Verfolgungstraum und dann weißt du, es ist ein Traum, es passiert dir nichts, also kannst du jetzt doch mal einfach versuchen, eine neue Lösungsstrategie auszuprobieren, einfach dich anders zu verhalten. Verhaltensweise, bei der du sonst wahrscheinlich Angst hättest, dass du stirbst oder dass irgendwas extrem Peinliches oder Schlimmes passiert. Und da kannst du es halt trotzdem einfach machen, weil es wird niemand mitbekommen und du kannst auch nicht sterben. Dann kannst du es ausprobieren und gucken, ist es wirklich so schlimm, wie du es immer befürchtest? Und natürlich kannst du auch dann dadurch, dass du weißt, es ist ein Traum, kannst du die Leute einfach eher konfrontieren. Kannst du eher rausfinden, was ist eigentlich genau das Problem? Was wollen die eigentlich genau von mir? Oder was habe ich für ein Problem? Warum kann ich mich nicht ordentlich zur Wehr setzen oder so? Dann kann man dem auf den Grund gehen, entweder indem man die Traumfiguren fragt oder indem man einfach einen Traumhelfer hat, der einen führt und irgendwie beschützt. Und ich meine, es kann ja alles möglich sein. Krafttier oder man hat so eine Energie oder ich weiß nicht. Oder man ist einfach super stark und vernichtet sie, weil dann kann man zumindest auch mal die Wut ausleben. Auf jeden Fall durch den Klartraum, auch durch die Inkubation von bestimmten neuen Ansätzen,
neuen Lösungsansätzen oder den Wunsch, das Thema endlich zu verstehen, mehr auf den Grund zu gehen, das bringt einem was, also für die Psychohygiene, kann man sagen. Okay, es gibt auch Leute, die machen Träume jetzt nicht so zur Selbsterkenntnis. Es gibt Leute, die machen das zum Beispiel einfach, weil sie Spaß haben wollen oder zum Beispiel Sport machen. Und Sport ist ein gutes Beispiel, weil hier kann man auch sagen, wie das funktioniert. Es gibt ja dieses mentale Training. Das ist so eine Art Vorstufe zum Klarträumen. Wo man also man sich einfach hinlegt, man stellt sich vor, was man gerade für eine Übung macht. Das macht man besonders bei komplexen und schwierigen und auch gefährlichen Übungen. Dann macht man es nur im Kopf. Und das verbessert sogar die Leistung. So, und meine Sichtweise ist, wenn man das sich oft so vorstellt mental, im mentalen Training, dann wird man davon auch irgendwann träumen. Wenn diese Sportübung und die Sportart selbst, wenn es einen so beschäftigt, als ich zum ersten Mal Snowboard gefahren bin, da war ich halt den ganzen Tag auf der Piste und es hat auch Spaß gemacht und so, und natürlich als Anfänger bin ich zigmal hingefallen, und ich hatte einige Probleme, wie man bestimmte Moves macht und so. Aber dadurch, als ich dann schlafen gegangen bin, dann war das so in meinem Kopf, dass ich natürlich davon geträumt habe. Da habe ich also die Übungen auch trainiert im Traum, obwohl ich nicht klar war. Also, und ich denke halt, wenn man sowas macht wie mentales Training, dann kann das auch, dann ist das wie eine Inkubation, also wie eine Imagination, die inkubierend wirkt. Ne? Und das ist halt dann auch wieder so ein Aspekt von Nutzen. Es bringt auf der Seite nicht nur mehr als Klarträume, weil es einfacher ist oder weil es einfach nur Klarträume überhaupt auch verbessern kann, sondern es ist auch an sich schon cool, wenn du einfach mal zum Beispiel abends eine Weile da sitzt und dir was vorstellst. Das kann jetzt mit Selbsterkenntnis zu tun haben, dass du irgendeine Situation verbesserst oder durchschaust. Kann was mit Sport sein, dass du was übst. Oder kreativ sein. Es kann halt auch einfach was Cooles, Entspannendes oder so sein. Zum Beispiel stellst du dir einfach wenn du gestresst bist, stellst du dir einfach eine schöne Landschaft vor oder einen Ort, den du einfach gerne hast, und versuchst das mit allen Sinnen zu erleben und so, und einfach detailliert das durchgehen, ne? Oder irgendeine Geschichte oder so. Und das muss dann auch nicht mal sein, dass man davon träumt. Auch wenn es wahrscheinlicher wird, man träumt dann wahrscheinlicher davon, ist es auch an sich schon cool, weil es einen dann auch schon beruhigt oder einfach auch Spaß macht, und man kann auch schon viel erfahren. Und wenn es zum Beispiel macht, wenn man sich hinlegt und so sehr entspannt, dass Hypnagogien auftreten, also diese Vorträume, diese Bilder und Geräusche, die man nicht so wirklich selber steuert, ohne dass man schon im Traum ist, dann kann man das auch verbinden, in dem Zustand bewusst zu sein und die Hypnagogien so ein bisschen steuern. Man kann sich dann zum Beispiel auf Details achten und dann genaue Details von der Hypnagogie genauer anschauen. Oder einfach generell, man behält im Hinterkopf so einen Wunsch, so ein Ziel, womit man sich gerne jetzt beschäftigt, was einen gerade besonders interessiert. Und dann hat das einen Einfluss auf die Hypnagogie. Und da kann man sehr viel schon über sich selber erfahren. Und wenn man das viel macht, dann werden die auch ziemlich realistisch. Also fast schon wie Träume. Die werden sehr plastisch, sehr realistisch. Deswegen bringt das auch sehr viel für Lucid Living. Und wie gesagt, also ich glaube, Klarträumen ist eine schwierige Sache. Sagen ja zwar alle, ja, jeder kann Klarträumen. Und ich habe hier meinen besten Workshop in 30 Tagen. Da bist du Klarträumprofi. Aber ich glaube, das ist alles eine Lüge. Natürlich kann vom Prinzip her jeder klarträumen, aber das heißt eigentlich nur, alle möglichen Leute können klarträumen. Man weiß aber nicht genau, warum es manche besser können, manche nicht. Und natürlich, es hat was mit Übung zu tun, es hat was mit der Motivation zu tun und so. Aber irgendwie weiß man es trotzdem nicht genau. Ne? Und man kann nicht jedem versprechen, dass das dann gleich sofort klappt, und vor allem, wenn es klappt, dass man dann ganz viele Klarträume hat, dass sie ganz lange gehen und dass man dann die ultra geilsten Sachen erlebt, wie es dann halt immer verkauft wird. Und es wird ja mittlerweile schon verkauft.
Aber es ist nicht schlimm. Also man kann wirklich klarträumen und man kann es durch Trauminkubation verbessern. Wie gesagt, ich glaube, die meisten Techniken basieren eigentlich auf dem Prinzip der Inkubation. Nur auf verschiedene Art und Weise, wie man halt was inkubieren kann. Durch Suggestion oder durch Imagination, durch Kreativität. Einfach dadurch, dass man begeistert ist und sich mit Leuten darüber unterhält. Das ist alles Inkubation irgendwie. Also. Aber es ist halt auch sowas wie eine Vorübung. Man muss dann noch nicht mal einen Klartraum haben dadurch oder durch irgendwelche anderen Techniken. Man braucht auch nicht mal einen Klartraum. Man ist halt unabhängig davon. Und das finde ich cool, weil Leuten, denen es schwerfällt, einen Klartraum zu haben, die profitieren dann davon, weil sie können. Es ist einfach leichter, sich mal hinzusetzen und was vorzustellen. Und wenn das jetzt noch nicht realistisch genug ist, da hat man zum einen kann man es üben, dann wird es realistischer. Und zum anderen, wenn man, je mehr man sich entspannt, umso realistischer wird es auch. Es wird dann halt auch immer schwieriger, bei Bewusstsein zu bleiben. Also wenn ich jetzt schon fast beim Einschlafen bin, dann bin ich auch meistens nicht mehr so bewusst. Und das ist halt die Schwierigkeit. Aber man kann ja experimentieren. Je nachdem, was einem gerade zwar noch einigermaßen leicht fällt, aber immer noch andererseits fordernd ist. So dass man da hier auch was Neues lernen kann, ne? Und tiefer gehen kann. Das heißt zum Beispiel, wenn man das gut kann, beim Einschlafen bewusst zu sein, dann kann man sich hinlegen und imaginieren und schauen, was so die Hypnagogien treiben und einfach mal so ein bisschen reinfuschen und gucken, experimentieren einfach. Und die erforschen, ne? Und dann seine Wünsche irgendwie da hineingeben. Gucken, was das Unbewusste mit diesen Wünschen macht, wie es sie ausgestaltet oder wie es darauf reagiert. Und wenn das einem schon schwerer fällt, dann macht man es halt im Sitzen und nicht so tief in der Entspannung. Stellt sich einfach was vor. Und wenn einem das schwer fällt, dann läuft man halt rum und redet. Das mache ich oft. Ich rede oft mit mir selber. Das ist sehr leicht. Also dazu, das fällt einem nicht so schwer. Dass man dann auch bei Bewusstsein ist, was man gerade macht, was man sich gerade wünscht und so. Und es ist wirklich wichtig, dass man halt mit einer Situation anfängt, die einem auch leicht fällt. Also ich meine, wenn du jetzt skaten lernst oder was weiß ich, irgendwas anderes, wenn du Klavier spielen lernst, du fängst ja nicht mit dem Schwersten an. Das ist ja total frustrierend. Und wenn du es dann die ganze Zeit übst und einmal klappt, irgendeinen coolen Move oder einen coolen Klang zu erzeugen, es ist so ähnlich, wie wenn es dann mal klappt, einen Klartraum zu haben und dann weißt du trotzdem nicht genau, wie habe ich das jetzt eigentlich gemacht. Klar, es ist Übungssache und irgendwann weißt du es besser und irgendwann kriegst du ein Gefühl dafür. Jedoch, es macht viel mehr Spaß, wenn du halt auch einfache Sachen, wenn du damit anfängst und wenn du die auch wertschätzt, so als, dass sie halt auch Spaß machen, dass sie auch schon was bringen. Ist ja nicht so, dass du erstmal eine richtig krasse Oper singen musst, damit du jetzt sagen kannst, du kannst singen. Oder dass du, keine Ahnung, mit 7 Bällen jonglieren musst, damit du sagen kannst, du bist Jongleur oder du kannst jonglieren. Das reicht ja schon, wenn du in der Lage bist, einen Ball, also wenn Leute, die gar nicht jonglieren können, ja, wenn die in der Lage sind, einen Ball, einen einzigen Ball zu werfen und zu fangen. Also wenn es ihnen schwerfällt und sie es dann lernen, dann ist das schon mal ein Fortschritt. Dann kann das auch cool sein. Es kann Spaß machen. Manche Leute haben einfach zu hohe Erwartungen und dann geben sie sowas auf. Und so ist es beim Klarträumen. Und ich finde, man kann das eben, diese Übung des Imaginierens und des sich Vorstellens, das kann man einfach in verschiedenen Situationen machen. Und man sollte die Situation aussuchen, bei der es halt auch klappt. So. Ich weiß, ich rede sehr viel und es wird noch mehr Text. Ist mir eigentlich jetzt scheißegal. Ich hab noch so lange Videos, aber egal. Ich wollte noch einiges sagen. Was wollte ich eigentlich sagen? Ist einfach noch so ein Hinweis. Ich habe ja vorhin darüber geredet, wenn einen was besonders begeistert, zum Beispiel der nächste Tag oder der gestrige Tag im Jammer. Ihr wisst schon, da wo die ganzen Achterbahnen sind. Manchmal vergesse ich halt auch Wort. Vergnügungspark. Wie auch immer. Dass man da. Dass das einen stark begeistert. Oder wenn halt einfach irgendeine Scheiße hast, du Streit mit den Eltern oder so oder mit dem Freund. Denn.
dass die Sachen eben vor allem über die Gefühle inkubierend wirken. Deswegen ist mein Tipp für Inkubation, erst einmal natürlich soll man es machen, in den Situationen, wo es einem am leichtesten, oder nicht am leichtesten fällt, aber noch leicht fällt, möglichst in der Entspannung, sodass man eben auch Zugriff zu diesen Gefühlen hat. Nicht nur über Suggestion mit Worten, sondern über verschiedene Sinne und über Emotionen selbst. Und mein Tipp ist halt, man muss dabei auch ja fast meditieren oder Traumdeutung machen oder so, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was ist mir eigentlich im Inneren wichtig, so meinem Unbewussten. Weil die Träume werden ja hauptsächlich aus dem Unbewussten erstmal erzeugt. Das heißt, was ich jetzt so in meinem Wachverstand will, das ist völlig irrelevant. Es geht darum, was bewegt dich im tiefen Innern. Und dazu erlangt man eben, besonders in der Entspannung, mehr Zugang, als wenn man so wach ist. Aber vor allem erlangt man einfach mehr Zugang, wenn man sich überhaupt damit beschäftigt. Deswegen, Selbstgespräche führen ist in der Hinsicht effektiver als irgendwelche, Routine, Alltagssachen zu tun. Und manche Gespräche mit anderen Leuten können da auch helfen, können sehr erhellend sein, aber gleichzeitig können Gespräche auch total von sich selbst ablenken und man weiß gar nicht, was eigentlich in einem gerade vor sich geht. Man ist total in das Gespräch eingesogen. Also da ist es ein bisschen zwiespältig. Aber auf jeden Fall, wenn man auf die Gefühle mehr achtet, was man gerade fühlt, was man im Innern fühlt, was man im Traum zum Beispiel fühlt. Also man erinnert sich an den Traum, was habe ich so gestern geträumt und was habe ich in der Situation eigentlich gefühlt und was wollte ich? Was war da mein Wunsch in dem Traum? Nicht nur von mir als Traumfigur, sondern auch von mir als Traum, als Ganzen, ja? Was ist der Traumwunsch gewesen? Also verschiedene, im Traum gibt es ja verschiedene Figuren, verschiedene Motive, Handlungen. Da gibt es ja nicht nur dich, sondern auch alles Mögliche. Wie so den Regisseur des Traumes, was war dem irgendwie wichtig darzustellen oder so. Wenn man sich da hineinfühlt, dann ist das aus meiner Sicht, dann kommt man dem schon näher, wie man auch den Traum beeinflussen kann. Weil man kann nicht einfach dem Unbewussten sagen, du musst jetzt das wollen, was ich mir ausgedacht habe. Naja, sagen wir, du hast so einen coolen Einfall und dann denkst du, das ist so das Ziel für deine Träume oder für deine Klarträume und du willst jetzt zum Beispiel unbedingt etwas, das du im Wachleben nicht machen kannst, weiß ich nicht, einen bestimmten besondere Person, die du sonst, keine Ahnung, überhaupt gar nicht treffen kannst oder wo das Verhältnis nicht so ist, wie du es dir wünschst und dann kannst du im Traum alles irgendwie so schön gestalten. Es kann sein, dass das klappt, aber manchmal ist es einfach nur, man wünscht sich das so. Man hat halt irgend so einen Einfall oder ich will jetzt auf den Mond reisen oder so. Und dann packt das aber nicht dein Unbewusstes. Dein Unbewusstes will trotzdem von anderen Sachen träumen. Und deswegen haben wir auch so wenig Klarträume. Aus meiner Sicht. Und dann hilft das, wenn man nicht so tut, als könnte man dem Unbewussten irgendwie aufzwingen, was es zu träumen hat oder was es wichtig zu finden hat, sondern man erforscht es. Man fragt einfach nach. Ey, was ist mir denn wichtig, so vom Gefühl her, so im Innern, wenn ich zum Beispiel im Traum bin, wenn ich in irgendwelche Situationen bin, so wie im Traum. Was will ich dann? Und dann kann man diesem Traum die Klarheit anbieten oder neue Lösungen anbieten. Man sagt dann nicht, wir machen das alles weg und wir machen jetzt was anderes, sondern man sagt, hey du, du wirst gerade verfolgt im Traum. Wenn du dir alles wünschen könntest, was willst du haben? Was soll ich dir ermöglichen? Ich habe die Klarheit, ich kann dir das geben. Stell dir irgendwas vor, sag einfach irgendwas, egal wie unrealistisch es ist, ich kann es dir geben. Und wenn du das so in deinem Inneren dir vorstellst, dann reagiert vielleicht diese Stimme darauf und sagt irgendwie so, ja, jetzt mach aber bitte nichts Gefährliches oder so. Dann hat es noch Angst und dann sagst du, ja, nee, kein Problem, ich beschütze dich. Und dann fühlt sich so dieses Traum-Ich gestärkt und fühlt sich dann irgendwie auch wertgeschätzt und hat dann mehr Interesse an der Klarheit oder so. Weil das jetzt ein Wunsch ist, sozusagen sich selber zu beschützen oder irgendwie so, ne? Das ist dann ein Wunsch, der wirklich auch in der Tiefe irgendwie angekommen ist, der irgendwas anspricht. Und nicht einfach, ich will auf den Mond reisen.
Wenn er sagt, dieses Traum, ich so, was bringt mir jetzt auf den Mond zu reisen, wenn ich verfolgt werde? Die Verfolger, die kommen ja überall mit. Ist zum Beispiel. Oder wenn ich ständig auf Toilette gehen muss, dann muss ich auf den Mond auch auf Toilette gehen. Was bringt mir das? Also redet man das sozusagen mit dem Unbewussten ab. Man einigt sich zusammen auf einen Wunsch, beziehungsweise ist gar keine Art von Kompromiss oder Einigung, sondern man findet was, was wirklich beide im tiefsten auch wollen. So Wachverstand und Traumverstand. Wenn man das Verstand nennen will. Und dann, wenn man das Gefühl hat, das packt einen, das bewegt einen irgendwie auch im Innern, dann kann man schlafen gehen und sich darauf freuen, dass man davon träumt. Und dann hat man vielleicht auch einen Klartraum, wenn die Klarheit in der Imagination irgendwie eine Rolle spielt. Muss aber auch nicht sein, weil man kann viele Sachen, die man sich vorstellt, die man im Klartraum machen will, auch im Trübtraum machen. Manchmal sogar besser, weil die Klarheit manchmal schon stört, je nachdem, auf welche Art man klar ist, ja? Ob da zu viel Wachbewusstsein einfach drin ist in der Klarheit. Dann kann die auch stören. Deswegen, manchmal ist, und es ist dann überhaupt nicht schlimm, wenn es ein trüber Traum ist, weil es einfach ein Traum ist, der geil ist oder der einen voranbringt oder so. Das reicht doch. Ich meine, das will man ja auch mit einem Klartraum. Was willst du zum Beispiel mit einem Klartraum, bei dem du dann zählst deine Finger, oh, ich habe 4 Finger, oh, ich bin im Klartraum, huhu, und dann wachst du auf. Oder, keine Ahnung, du rennst dann rum und zerstörst alles oder so, aber irgendwie klappt es dann doch nicht so gut, weil alle Sachen, die du rumwirfst, die erzeugen gar keine Explosion, obwohl du willst ja eigentlich Explosion haben. Oder dann rennst du rum und weißt gar nicht, was willst du jetzt eigentlich machen? Probierst du irgendwas aus und dann bist du den ganzen Traum nur mit Sex beschäftigt oder so. Oder es kann ja einfach sein, du hast einen Klartraum und da bringt er gar nicht so viel wie irgendein anderer Trübtraum. Und ein wirklicher Vorteil von Trauminkubation ist jetzt, dass man sich etwas... Wenn man nicht einfach nur dran denkt, ich will einen Klartraum, weil das auch viel zu abstrakt ist, um zu wirken meistens, sondern sich wirklich vorstellt, was will man genau machen? Was ist eigentlich genau das Ziel? Und nicht einfach nur irgendein Ziel, sondern ein Ziel, das aus deinem Innern kommt oder mit deinem Innern irgendwie verbunden ist. So ein innerer Wunsch. Und sich das vorstellt, dann erst einmal steigert man die Chance auf einen Klartraum. Und zweitens, wenn man dann einen Klartraum hat, dann ist die Chance auch viel höher, dass man das Ziel dann umsetzt und nicht irgendeinen Scheiß macht. Und drittens, selbst wenn man keinen Klartraum hat, verdammt nochmal, dann kann man trotzdem das erleben. Entweder im nächsten Traum oder auch nicht im Traum, sondern eben, also wenn man noch nicht mal davon träumt, sondern einfach nur in der Imagination selber. Ist auch schon gut. Das ist wirklich auch schon cool. Oder in der hypnagogischen Phase oder sonst wie. Oder wenn man zum Beispiel jetzt eine Geschichte entwirft, in der man sich mit diesem Wunsch beschäftigt, also im Wachleben, mal schreibst du eine Geschichte auf, in der du dich mit dem Wunsch beschäftigst, den du hast. Dann ist das auch schon geil. Ich meine, dann hast du was Kreatives gemacht, dann hast du was gemacht, das irgendwie sich gut angefühlt hat, das irgendwie dich weitergebracht hat. Und dann kann es sogar sein, dass es deine Klarträume erreicht. Das ist auch noch viel besser. Deswegen, aus meiner Sicht ist das die beste Vorgehensweise einfach. Oder eine der besten Vorgehensweisen. Und das ist auch so das Grundding, wodurch Klarträume funktionieren oder nicht funktionieren. Durch diese Motivation. Und wenn man die nicht hat, kann man sie nicht erzwingen, sondern man muss sie erforschen. Und das ist das, was ich in meiner langen Erfahrung, ich bin ja schon 12 Jahre dabei, gemerkt habe. Ich hatte Zeiten, wo ich wirklich viele Klarträume hatte. Ich hatte Zeiten, da hatte ich wirklich ein Jahr lang keinen Klartraum oder so. Und da habe ich wirklich gelernt, man kann nicht immer dieselben Sachen machen, dieselben Techniken anwenden, um zum Erfolg zu gehen. Man kann auch nicht immer dieselben Ziele haben, um erfolgreich damit zu sein. Je nachdem, was sich gerade so beschäftigt im Wachleben, sind ja andere Sachen wichtig. Und du musst immer darauf reagieren, was so in deinem Unbewussten gerade wichtig ist. Also auf deine Träume und auf deinen Alltag und auf deine Gefühle, die du hast, so im Generellen, ja. Immer erforschen, was ist jetzt gerade wichtig und wie kann denn die Klarheit oder auch sonst, wie kann ich denn mit den Träumen arbeiten, um das irgendwie umzusetzen, was mir wichtig ist oder zu verbessern. Das ist so eigentlich das, was dann wieder zu Erfolgen führt. Und dann kann es sein, dass man keine Klarträume hat. So what?
Hauptsache, man beschäftigt sich mit der Scheiße, die einem wichtig ist, oder? Ich meine, manchmal werden Klarträume wirklich, also in der Community, total überbewertet. Man will einfach einen Klartraum und dann hat man keinen, dann ist man voll enttäuscht. Wertschätzt man gar nicht die Träume oder die Technik an sich? Einfach sich was vorzustellen, Imagination. Oder beim Einschlafen, den Einschlafprozess beobachten, Hypnagogien angucken. Das ist sowas von geil und interessant. Und dann wertschätzt man das nicht, weil man keinen Klartraum hat. Das ist doch Blödsinn. Das ist total Blödsinn. Man verliert dadurch voll viel. Und dann ist man halt frustriert und hört auf. Das geht ja vielen Anfängern dann so. Dann sind sie frustriert, klappt nicht. Oder Leute, die schon länger dabei sind, haben jetzt eine Flaute, hören sie halt auf. Dann würde ich sagen, okay, hört auf, aber hört nicht mit der Traumarbeit auf gleich. Oder damit euer Bewusstsein zu erforschen. Das ist doch eigentlich das Grundlegende. Das ist doch eigentlich das, ne? Und wenn ihr halt nur Spaß haben wollt, dann hört halt nicht auf mit Spaß haben. Und sich Spaßsachen kreativ vorzustellen. Naja, ich empfehle euch. Daher, wenn ihr mit Trauminkubation anfangen wollt, und ich will wirklich sagen, macht's, das ist cool. Das Wichtigste ist eigentlich, ja, zum Beispiel beim Schlafen gehen, eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen, sich Zeit nehmen, vielleicht auch nur eine Viertelstunde, aber eine halbe Stunde ist besser. Bisschen, so beim Rumlaufen oder im Stehen oder Sitzen einfach drüber nachdenken, was einen so beschäftigt und dann sich hinsetzen, Augen schließen, in die Entspannung gehen und sich dann sozusagen auch ja Träume wieder ins Gedächtnis rufen, gucken, was man da gefühlt hat und das mit den Wünschen abgleichen, die man so hat, sodass man sich einfach diesen Wunsch klar wird, der gleichzeitig aus dem Inneren kommt und der gleichzeitig aber auch vom Wachverstand her geteilt wird. Und wenn man diesen klaren Wunsch hat, dann kann man sich einfach schlafen legen. Das ist so, denke ich, das Wichtigste dabei. Und man stellt sich das halt vor allem am besten mit allen Sinnen vor. Naja, wenn man halt vor allem ein visueller Typ ist, dann eben vor allem visuell, aber man kann ja ein paar andere Sinne noch einbauen. Und es muss ja nicht sein, dass die völlig realistisch sind bei der Imagination. Es reicht, wenn man sich das ja einfach ein bisschen vorstellt. Ne? Aber ich würde vorschlagen, es eher zu machen als eine reine Suggestion mit Worten. So, und wenn man das erweitern will, weil es klappt eigentlich besser, wenn man das noch mehr macht, zum Beispiel irgendwann am Tag auch mal sowas zu machen. Aber vor allem wichtig ist, oder vor allem hilfreich ist, wenn man das nachts macht, wenn man dann so nach ein paar Stunden aufwacht, 5 Stunden. Naja, manche nach 2 Stunden, manche nach 7 Stunden. Musst du halt deinen Zeitpunkt rausfinden. Aufwachen, die Träume erinnern, nochmal durchgehen, wie man sich dabei so fühlt und dann halt versuchen, ein bisschen bewusst zu werden und dieses Bewusstsein irgendwie vom Wunsch her mit dem Traumbewusstsein zu verbinden. Und dann kann man wieder schlafen gehen. Entweder man betrachtet dann die Hypnagogien beim Einschlafen oder man lässt es bleiben. Egal. Aber es ist schon auch dann eigentlich ganz, ganz sinnvoll, sich da auch wieder ein bisschen vorzustellen, was man eigentlich erreichen will. Ja. Naja, und ansonsten halt am Tag vielleicht ein bisschen kreativ sein, vielleicht ab und zu mal einfach zur Ruhe kommen, ein bisschen Abstand vom Alltag gewinnen und in sich hineinhorchen. Und auch die Träume ein bisschen, weiß nicht, deuten. Das ist so meine Empfehlung. Und dann, ja, dann ist das einfach cool. Dann könnt ihr dadurch Trauminkubation erreichen und sogar Klarträume, die auch noch was bringen. Also nicht nur irgendwelche Klarträume so. Ja. Und weil ich jetzt schon einen Haufen gelabert habe, muss das jetzt auch mal hier ein bisschen ein Ende nehmen. Dann sage ich einfach mal goodbye und tschüss. Und viel Erfolg und Spaß.